Einen wunderschönen guten Abend und labende Grüße. Es ist wieder einmal ich, der werte liebe Jörn, der für euch in die Gefahr hineingeht, um herauszufinden, ob ihr denn auch wirklich die folgenden Fertiggerichte essen solltet. Oder vielleicht solltet ihr sowieso frisch kochen. Man weiß es nicht. Aber da bin ich wieder einmal und ich habe mir diese Last auf die Schultern gelegt, immer wieder diese Köstlichkeiten zu essen, nur um herauszufinden, ob sie es auch wert sind, vielleicht nach einem verkaterten Morgen oder wenn man einfach keine Zeit hat. Und heute begeben wir uns einmal in den asiatischen Raum, denn wir essen Japanese-Style Chicken Teriyaki mit Huhn von You Cook. Ich habe es im Regal stehen sehen, es war mir überhaupt kein Begriff. 4,29 Euro kostet der ganze Spaß, also für ein Fertiggericht doch relativ teuer. Also darf man ja wohl hoffentlich etwas erwarten. Jedenfalls hat es mich angelacht aus dem Kühlregal. Nicht aus dem Gefrierfach, sondern wirklich nur aus dem Kühlregal. Und ich dachte mir, das wäre doch genau das Richtige, der genau der richtige Appetit hatten, um ihn beim nächsten Tafelschmaus zu verspeisen. Und eins sollte euch auch gesagt sein, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich die Töpfe anfassen kann. Die sind nämlich ziemlich sehr frisch aus der Mikrowelle. Ah, sind noch sehr heiß, aber ich glaube, hier oben kann ich sie anfassen. Man weiß, dass man es mit Qualität zu tun hat, wenn die einzelnen Komponenten, in solchen Töpfchen serviert werden. Da, seht euch an, wie das Wasser, das von der durch die Hitze der Mikrowelle nach oben gepumpt wurde, aus den Gerichten heraus, sich oben an den Folien, die ich vorher aufstechen musste, sammelt. Und das werde ich dann gleich einmal verspeisen und für euch wieder einmal bewerten. Und hoffe, dass ich mir hier nicht zu viel aufbürde und es doch zumindest zu einem gewissen Grad schmeckt. Wir möchten hier keinen Veggie-Beefy-Style haben, sondern wenn es geht, vielleicht doch eher in den Bereich des Curry Kings, der tatsächlich nicht so schlecht war. Aber befassen wir uns wie immer kompetenten. Ja, das bin natürlich nicht ich. Kompetent. Wer würde mich hier hinsetzen dafür, wenn ich kompetent wäre? Ich kann es euch nicht sagen. Ich jedenfalls nicht. Nun, wie immer, schauen wir uns erst einmal die wundervolle Verpackung an. Wenn wir uns mal diese Form von diesem Paket anschauen, wir kennen ja alle amerikanische Serien und Filme und man weiß, dass immer dieser Lonesome Cop, vor allem so in den 80ern und Anfang der 90er, der hat sich immer diese chinesischen Gerichte reingezogen und die waren fast immer in Paketen, die aber dann weiß waren, aber die diese Form hatten. Und daran ist ja wohl ganz klar angelehnt, weshalb die Verpackung vom Japanese-Style Chicken Teriyaki von You Cook so aussieht. Hier wollte man auf jeden Fall auf der Welle der alten Buddy-Cop-Filme oder auch der Filme mit Sam Spade oder Sam Spade-artigen Charakteren darstellen. Ja, wir sehen, es ist natürlich auch sehr schön farbenfroh und das Gericht sieht vermutlich besser aus, als es bei mir gleich auf dem Teller aussehen wird. Die Magie der Fotografie. Aber das werden wir gleich herausfinden, denn ich werde diese Komponenten auch früher oder später in den nächsten Minuten zusammenführen. Ansonsten haben wir jetzt auf dem Art-Style direkt auf dem Cover, ich nenne es mal das Cover, das ist ja der Teil, der vorne im Regal zu sehen war, nicht so viel drauf. Wir sehen hier ein bisschen Ingwer auf der Seite, hier noch ein bisschen aufgeschnittenen Ingwer und hier oben noch, was ist das denn? Zwiebeln und Peperoni hier aufgeschnitten und eben dann hier nochmal das komplette Gericht, das farbenfrohe komplette Gericht. Interessant an der Seite, an der linken Seite, steht noch eine Rufnummer und auch noch die Facebook-Seite und Feedback und Gewinnen. Also ist auch noch ein QR-Code drauf. Ich zeige euch das mal kurz. Also oben links sieht man eben die verschiedenen Wege, auf die man sich mit You Cook in Verbindung setzen kann für Feedback. Mal sehen, was nötig sein wird, sozusagen, Leute, packt da mehr Gewürze dran oder packt da weniger Gewürze dran oder vielleicht auch das Feedback, Leute, wisst ihr was? Lasst das Gericht genauso, wie es ist. Es ist perfekt. Wir sind optimistisch heute. Nun ja, also Feedback und Gewinnen. Gib uns Feedback und mit ein bisschen Glück gewinnst du eins von 5 tollen Kochsets. Also man kann jetzt hier was gewinnen, wenn man Feedback abgibt. Bis wann kann ich
das denn machen? Teilnahmebedingungen findest du auf unserer Homepage. Okay, können wir vielleicht gleich nochmal gucken, wenn wir denn überhaupt die Muße dazu haben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Teilnahmeschluss schon war oder nicht. Auf jeden Fall schauen wir da mal weiter. Und hinten haben wir natürlich die... Achso, erstmal auf der rechten Seite haben wir die Zubereitung. Beide Schälchen oben mehrfach einstechen, habe ich gemacht. In der Mikrowelle für 4 Minuten erhitzen. Jetzt steht bei 700 Watt. Ich habe es für 4,5 tatsächlich erhitzt. Erhitzt, haha. Schälchen mit Nudeln auf den Teller stürzen, Soße mit Gemüse und Fleisch daneben anrichten. Ja, bisher habe ich es eben so wunderschön nebeneinander angerichtet. Den Rest werden wir dann doch sehen. So, und hinten drauf. Fertiggericht. Immerhin wird hier nicht gelogen. Sie sagen nicht, es ist eigentlich schon wirklich frisch gekocht, aber für euch einfach nochmal extra verpackt. Aus Hähnchenbrustfilet in pikanter Soße, nach japanischer Art gewürzt, mit Nudeln. Ja, boah, die sind immer noch ganz schön heiß. Umso besser. Und die Zutaten. 42% gegarte Nudeln. Bestehend aus Wasser, Hartweizengrieb, Hühnerei-Eiweiß und Rapsöl. Dann haben wir 14% Hähnchenbrustfilet gegart. Bestehend aus Hähnchenbrustfilet, Kartoffelstärke, Salz und Dextrose. So, Paprika, Sojasauce. Bestehend aus Wasser, Sojabohnen, Weizen und Salz. Dann haben wir Zwiebeln, Zucker, Apfelmus ist hier drin. Okay. Das Apfelmus besteht übrigens aus Äpfeln und Zucker. Wer hätte das gedacht? Alkoholisches Reisgetränk aus Wasser, Reis und Weizen hergestellt. Das ist aber interessant. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich lese mir die Zutaten nämlich tatsächlich erst durch, wenn ich mit euch soweit bin und kurz davor bin, das Gericht zu verspeisen. Also, dieses Gericht ist wohl nicht für Kinder geeignet, da hier Alkohol drin ist. Dann haben wir Gewürze. Ingwer, Knoblauch, Schwarzkümmel, Zitronengas. Ja, Sake, da wird es noch geschrieben im Chat. Sake, genau. Nachdem ich ja dieses Jahr auch Ghost of Tsushima durchgespielt habe, da wird sehr oft von Sake gesprochen, hätte ich das Gericht eigentlich schon viel eher probieren sollen. So, also Gewürze sind Ingwer, Knoblauch, Schwarzkümmel, Zitronengras, Sellerie und Senf. So, dann sind weitere Zutaten Rapsöl, Balsamessig, okay, es kann Balsamessig, ich kannte den Begriff so noch gar nicht. Der besteht auf jeden Fall aus Weinessig und Traubenmostkonzentrat. Dann haben wir Stärke, Karamellzuckersirup, Branntweinessig, Salz, Verdickungsmittel Xanthan und Aroma. Ja, das Aroma, das steht noch in dicken Punkten hinter. Magermilchpulver, Hühnereiweiß und Weizenmehl. Ja, okay. Das sind also die Zutaten dieses leckeren Gerichts. Liest sich jetzt nicht zu abstrus. Wie gesagt, ich war etwas überrascht jetzt gerade, dass Alkohol drin ist. Aber gut, für mich ist das in Ordnung. Ich trinke ja auch Alkohol. Warum soll er nicht in meinem Essen drin sein? Dann sind natürlich noch die obligatorischen Hallo Carino 79. Bruderherz, jetzt hast du leider die Zutaten verpasst. Ich lese sie nicht noch einmal vor. Aber wir sind jetzt bei den Nährwertangaben. Je 100 Gramm, da haben wir den Brennwert von 546 Kilojoule, 130 Kilokalorien. Je 100 Gramm. Interessanterweise, und das finde ich ganz gut, wir haben hier nämlich noch einmal dahinter stehenden Klammern, je Portion, 420 Gramm gleich eine Packung, sind 2293 Kilojoule, 546 Kilokalorien. Also hier ist es direkt umgerechnet. Normalerweise kenne ich es von den Verpackungen nur so, dass man immer eben einen Messwert hat und dann quasi ja selber aufaddieren muss. Oder mit Dreisatz. Mia sagt Hallo. Ich sag auch Hallo zu Mia. Hallo Mia. Die Familie lässt grüßen. Da könnt ihr mir alle beim Essen zuschauen. Und danach sehen wir dann, ob wir auch tatsächlich ein Feedback geben. Erstmal muss ich ja gucken, wenn ich ein Feedback abgebe, kann ich ein Kochset gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob der Teilnahmeschluss schon abgelaufen ist. Nun gut, dann wollen wir uns mal an das köstliche Essen ranwagen. Ich zeig's euch nochmal in diesen wundervollen Töpfen. Wir wissen, dass wir es mit qualitativ hochwertiger Nahrung zu tun haben, wenn das Essen in kleinen Töpfchen serviert wird. So, also wir gehen jetzt nochmal vor nach dem Serviertipp. Was steht hier nochmal drauf? Es steht... Schälchen mit Nudeln auf den Teller stürzen. Das wollen wir jetzt mal machen. So, aua, heiß. Au, die Nudeln sind noch viel heißer als die Soße. So, dann gucken wir uns die Nudeln mal an. Ich zeige euch die auch mal direkt. Ein bisschen überlichtet wie immer. Ich gehe sie ein bisschen hier rüber, dann kann man sie ein bisschen besser sehen. So,
Die sehen jetzt nicht so toll aus, muss ich sagen. Die sehen aus wie der Pizzakäse von Tiefkühlpizza, wenn er noch gefroren ist da drauf. Naja. Ja, jetzt sieht's aus wie ein Grießpudding. Es bleibt auf jeden Fall in dieser Form hier drauf. Ich weiß nicht, ob das so muss. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es jetzt noch so lange habe eingepackt lassen, nachdem ich es ja schon aus der Mikrowelle herausgeholt habe. Dann haben wir jetzt hier die Soße. Auch die kommt jetzt daneben. Erstmal einmal dran riechen. Also es riecht okay. Ich bin jetzt noch nicht übermäßig begeistert. Hier, so sieht sie aus. Ich versuche jetzt mal nicht auf meinen Schreibtisch zu kleckern. Und dann, was steht, warte, Moment, wie ist es hier beschrieben? Soße mit Gemüse und Fleisch daneben anrichten. Wie kann man denn etwas anrichten, was man hier aus dieser Schale holt? Ich zeige euch jetzt mal, wie ich anrichte. So, alles klar. So, also wenn das nicht angerichtet ist, dann weiß ich auch nicht. Die Nudeln befinden sich übrigens immer noch in dieser puddingartigen Position. Was wir jetzt mal machen werden, bevor wir das Ganze zusammenmischen, ich nehme jetzt einmal was von den Nudeln, die wie gesagt aussehen wie der gefrorene Pizza aus Käse aus Tiefkühlpizza oder dieser Analogkäse. Und jetzt probiere ich die Nudeln einmal so. Wow. Nudeln haben ja nicht viel Eigengeschmack, aber die sind so geschmacksneutral, dass ich sogar vergessen habe, wie alles geschmeckt hat, was ich heute im Laufe des Tages schon gegessen habe. Sehr interessant. Da wollen wir jetzt mal was von der Soße nehmen. Jetzt mal hoch. So. Ich nehme mal direkt ein Stück Gemüse und Hähnchen dabei. Da. Boah, im Gegensatz zu den Nudeln ist die Soße sehr geschmacksintensiv. Wow. Also ich muss zugeben, das Hühnerfleisch ist nicht so schlecht. Ich hätte es jetzt zäher erwartet. Aber es schmeckt eigentlich nur nach Geschmacksverstärker. Sehr, sehr intensiv. Ich werde jetzt mal die Soße mit den Nudeln zusammenmischen. So ist es ja eigentlich auch gedacht, wenn ich mir hier anschaue, wie es eigentlich auszusehen hat. Jetzt muss ich aber erstmal die Nudeln aus dieser merkwürdigen Form rauskriegen und dann gucken wir mal, ob das Gericht so ähnlich aussehen kann, wie es denn auf der Verpackung auch aussehen sollte. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich hier nicht kleckere. Ich hätte vielleicht eine Schüssel nehmen sollen, kein Teller, aber jetzt ist es zu spät. Aber die Schüssel wäre auch, glaube ich, zu klein gewesen. Ich glaube, das war doch eine weise Idee, den Teller zu nehmen. Jetzt muss ich es aber trotzdem einmal umrühren. Bisher ist noch nichts daneben gegangen, was sehr untypisch ist für mich. Ich bin sehr ungeschickt, auch was Essen angeht. Es kommt nicht sehr oft vor, dass ich nicht zumindest ein wenig kleckere. So. Hier ist noch sehr viel Soße am Rand. Wirkt fast so, als ob das doch ein bisschen viel Soße für die Nudeln wäre, aber na gut. So, da haben wir es. Also, bevor die Gabel jetzt runterfällt, einmal daneben. Guckt euch nochmal bitte das Gericht an, wie es hier auf der Verpackung aussieht. So, ich versuche nochmal ein bisschen nicht zu überlichten. So, ein bisschen weiter. So kann man es ganz gut sehen. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir die etwas traurigere Wahrheit von dem, was wir hier zusammengemischt haben. So, nachdem ich jetzt beide Komponenten schon einzeln probiert habe, die Soße und die Nudeln, jeweils probiere ich es jetzt zusammen. Wie gesagt, die Nudeln wirken selbst für Nudeln so geschmacksneutral. Das hellgrüne dürfte Sellerie sein, nehme ich an. Das wird nämlich hier noch mit aufgeführt. Ich glaube, es ist Sellerie. Das sieht immer so aus auf der Verpackung, das stimmt. Aber jetzt nehmen wir mal wirklich Soße mit Nudeln zusammen. Also die Konsistenz ist echt okay. Das Gemüse schmeckt... Also das Gemüse, hier ist ja die Paprika. Ich nehme mal ein Stück einzelnes Paprika.
Ja. Dafür, dass es eine Verpackung ist, ist sie noch recht bissfest. Das Hähnchen ist nicht zäh, sondern kann man auch gut beißen. Auch die Nudeln sind von dem, die sind ja auch vorgekocht, sind auch von der Konsistenz her echt ganz gut. Aber der Geschmack, Leute, der ist nicht so toll. So gut die Konsistenz ist, der Geschmack ist genau das, was ich von so einem Fertiggericht erwarten würde. Was hier draufsteht, am Ende mit, wo haben wir es denn hier? Stärke, Verdickungsmittel, hier Aroma. Also ich weiß nicht genau, was in dem Aroma alles drin ist, ob es wirklich hier Magermilchpulver, Hühner, Eiweiß und Weizenmehl ist oder es nochmal dick dahinter steht. Aber vielleicht ist es auch der Schwarzkümmel, der da drin ist, der den Geschmack so sehr intensiv macht. Auf jeden Fall, ich meine, es ist ein Fertiggericht. Deswegen muss man ja auch aufpassen. Aber es schmeckt so weit entfernt von einem Restaurantgericht. Ich esse trotzdem einfach mal weiter. Dass ich mir denke, okay, 4,29 € sind die es wert? Oder ist es ein bisschen viel? Ich muss jetzt nämlich trotzdem ein bisschen essen, weil ich habe heute nur auf Arbeit ein bisschen Obst gegessen. Weil ich ja wusste, dass ich hier so eine dicke Packung mit 240 Gramm plus 180 Gramm Nudeln zu mir nehme. Denn weggeschmissen wird hier nichts. Nee, also mit den Gewürzen und dem Geschmack muss ich sagen, da bin ich wirklich nicht angetan. Okay, also gute Konsistenz, Paprika und Hähnchen auch schön bissfest, auch die Nudeln sind soweit okay, vielleicht ein bisschen weich geworden, aber für ein Fertig, da muss man ja auch dann eben den Fertiggericht-Bonus dazugeben. Deshalb würde ich davon absehen, das jetzt als zu große Abwertung des Gerichts zu betrachten. Aber, also der Geschmack könnte einfach besser sein. Dann schauen wir jetzt mal, bewegen wir uns doch mal in die Bewertung hinein. So, einmal geöffnet und da sind wir. So, letztes Mal hatten wir den Curry King und die Currywurst, da hatten wir ein kleines Versus. Dass der Curry King mit Abstand für sich entschieden hat. Und beim Curry King, den ich tatsächlich zum ersten Mal gegessen habe, obwohl ich eigentlich nicht selten jetzt mal meinem Leben auch Fastfood gegessen habe, auch so fertig ist, das tut mir wirklich leid, das ist ein bisschen peinlich, aber ich war nie so dieser Currywurst-Mensch, deswegen habe ich nie einen Curry King gegessen. Und im Gegensatz zu Currywurst mit Welten. Also für ein Fertiggericht aus dem Kühlregal, muss ich sagen, hat der Curry King mich echt überrascht. Aber gut, das war die Folge vorher. Heute geht es um Chicken Teriyaki, Japanese Style von YouCook. Und da müssen wir jetzt einmal gucken, wo wir uns denn bewegen. So, wieder einmal unsere gute Skala, von dem ich noch immer für 9 bis 4 keine Bewertungsnummern habe. Da lasse ich die Fans entscheiden. 10 ist die höchste Wertung und 1 eben die schlechteste. Und da warte ich noch, bis ich andere Tipps und Vorschläge bekomme, wie ich die Wertungen von 9 bis 4 nennen kann. Solange haben die eben keinen Namen. Gut, aber 10 ist das Beste. 1 ist die schlechteste Wertung. Ja. Bei 10 haben wir, wie gesagt, keine richtige Mitte. 6 ist ein bisschen drüber, 5 ist ein bisschen drunter. Deswegen würde ich sagen, also, ich bin weit davor, mich zu erbrechen.
Es ist tatsächlich essbar. Habt ihr ja auch gesehen, ich habe ja jetzt schon mehr als eine Gabel genommen, was auch ein bisschen dem geschuldet war, dass ich durchaus hungrig war. Ich werde es auf jeden Fall auch noch aufessen. Wahrscheinlich muss ich es nachher nochmal in die Mikrowelle stecken, aber dafür ist sie ja da. Demnach würde ich sagen, bewegen wir uns nicht in den untersten Regionen. Also eins oder zwei, das sind ja sowieso die Sachen, da geht es fast darum, mich selber wieder zu erleichtern. Auch 3 und 4, och ja, eher nicht so berauschend. 5 und 6 und 7. 5 ist jetzt ein bisschen unter der Mitte, 6 ein bisschen drüber. Ich tendiere gerade auch dazu, etwas weiter hoch zu gehen, da man es doch zumindest gut essen kann und das Hühnchen und sogar die Paprika doch gut bissfest sind, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte von diesem Gericht aus dem Kühlregal. Und deswegen, trotz des Geschmacks, den man echt besser hätte machen können, aber trotz mit der guten Essbarkeit, ich werde jetzt auf die 6 oder die 7 gehen. Ich schwanke noch ein bisschen. Ich glaube, ich muss noch mal eben einen Happen probieren, um das genauer beurteilen zu können. Ich nehme jetzt mal, hier ist alles dabei. Hähnchen, Nudeln und Paprika und natürlich Soße. Es ist doch irgendwie übergewürzt. Also ich kann mich schwer entscheiden, ob ich die 6 oder die 7 nehme. Auch vielleicht muss ich es übrigens doch nicht mehr aufheizen, weil ich es einfach so gleich aufesse. Also gehen wir nochmal auf die Wertung. Aber es ist für mich bisher somit das am schwierigsten zu bewerten Gericht. Ich bin jetzt zumindest auf zwei Zahlen. Ich bin ein bisschen über der Mitte bei 6 oder 7. 8 ist es definitiv nicht. Und ich würde sagen, die 7 ist auch leider ein bisschen zu gut. Deshalb werde ich auf die 6 gehen. Chicken Teriyaki. Immer verschreibe ich mich. So, also auf der 6 eine gute 6, würde ich sagen. Aber mehr als eine 6 ist es leider nicht. Dafür ist der Geschmack dann doch ein bisschen zu künstlich und zu sehr an Aromen und Geschmacksverstärkern erinnernd. Und deswegen geht leider nicht mehr als eine 6. Die 7 wäre, wie gesagt, zu hoch. Aber ich habe ja schon wesentlich Schlimmeres gegessen. Deswegen kann ich mit der 6 sehr gut leben. Und muss sagen, okay, jetzt bin ich ein bisschen satter, als ich es vorher war. Und wer weiß, was mir noch alles begegnen wird im Laufe der nächsten Wochen. Vielleicht werde ich mal wieder was ganz, ganz Schlimmes nehmen. Ich werde mich mal im Kühlregal umsehen in der kommenden Woche und schauen, ob ich was etwas Spezielleres finde. Nicht so ein High-End-Produkt für 4,29 €. Vielleicht gehe ich mal in den etwas niedrigeren Sektor, in dem ich ja auch schon war. Aber ich glaube, das wäre auch mal eine gute Idee. Aber jetzt habe ich hier irgendwas zwischen den Zähnen. Ich glaube, es ist ein Stück Kümmel. Ja. Und da ist er raus. Oh je. Ja, auf jeden Fall Kümmel. So. Das soll's mit unserem heutigen Nahrungsreview gewesen sein. Ich bin satt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, ob ihr zugreifen solltet beim Chicken Teriyaki von Yukuk oder nicht. Oder ob es vielleicht doch eher ein Rohrkrepierer oder ein Ladenhüter ist. Auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Zuschauen bei Jörns Tafelschmaus.